aus dem Schwarzwald, die Pierre N. Krause Show. Gast ist heute Max Giermann. Live-Musik kommt von Tom Gregory. Und für ihn gibt es heute mal wieder nur Saures. Hier ist Pierre N. Krause! Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen zur 599. Ausgabe dieser Show. Und einen Tag nach Halloween wird es nochmal richtig gruselig. Na, wieder wach? Wir beleuchten jetzt einen dunklen Kriminalfall. Es wird spannend und die Taschenlampe der Erkenntnis ist kein geringerer als Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke, der schon viele echte Tatorte nach Spuren untersucht hat. Und dieses Mal führt uns das Verbrechen in den Keller, wo ich normalerweise meine Witze lagere, bis sie reif genug sind, vom Connoisseur-Zuschauer genossen zu werden. Achso, ja, richtig. Der folgende Film wurde vor Corona gedreht. Dr. Marc Benecke und ich waren uns also sehr nah. Das sehen Sie gleich. Und wir mussten einen komplex konstruierten Mordfall lösen. Sie können gerne mitermitteln. Vielleicht kommen Sie ja drauf, wer der Mörder ist. Er ist es nicht, versprochen. Hier ist eine weitere True Crime Story mit Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke. Das Verbrechen lauert überall, meine Damen und Herren. Sie sehen es täglich im Fernsehen, in Zeitschriften, in Ihrem Facebook-Feed. Ist unsere Welt immer brutaler geworden? Horror, Blut, Bart, Körpergemetzel, gedärmemäßiger? Nein, nein, die meisten Leute sterben nach wie vor an natürlichen Todesursachen. Aber Verbrechen und gerade Spuren sind natürlich super, super spannend. Schauen, was wir finden. Oh, ein blutroter Umschlag. Das Truheverbrechen. Den, den, den. Den Soundeffekt habe ich gemacht. Darf ich jetzt da rein oder ist das dann verunreinigt es den... Ja, na klar. Deswegen machst du es natürlich jetzt extra. Nämlich deine Haare und deine Hautzellen und dann deine Erbsubstanz da oben dran bringen, genau. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich meine Erbsubstanz überhaupt noch irgendwo hinbringen kann. Weißt du, ich bin Single. Das ist bei den engen Tatorten immer blöd, ne? Man weiß nicht so genau, wie man sich hinstellen soll. Es gibt aber Schullinge, ne? Was ist das? Sind das die Kleinen aus Herr der Ringe? Nein, oder? Schullinge sind so Überzieher. Du hast ja unter der Schuhsohle Steinchen und das will man ja nicht an den Tatort schleppen. Achso, mir geht es eher darum, dass ich diese ganze Blutscheiße hier nicht an meinen Schuhen habe. Das ist eher das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Die Schutzanzüge dienen dazu, dass ich meinen Scheiß nicht an den Tatort bringe. Ach so. Nicht umgekehrt. Das Wichtigste für mich am Tatort ist es, pietätvoll mit der Leiche umzugehen. Das war ja auch mal ein Mensch. Als er noch lebte. Hier zum Beispiel, das könnte ein Mordinstrument sein. Woraus leitest du das ab? Weil da Blut dran ist. Okay, und also eine rötliche braune Antragung. Eine rötlich braune Antragung. Genau, auch im Gesicht der Leiche übrigens in diesem Moment. Ja. Also jede Spur kann absolut entscheidend sein. Eine einzelne Hautzelle von einem Mann oder einer Frau, die was angefasst hat, ist interessant, wenn man sonst keine andere Spur von der Person hat. Es gibt keine uninteressante Spur. Irgendeine Forke oder ein Rechen oder was auch immer. Ein Kantholz. Ist das ein Kantholz? Warte mal. Sapere aude, habe mutig deines Verstandes. Ja, ja, ist ein Kantholz. Schablone basteln. Ist Schablone basteln ein Hinweis? Ja. Oder hast du einfach eine Schablone gebastelt am Mittwoch? Auch die XXX sind Hinweise. Der 31. könnte ja 31. Oktober sein. Da ist Halloween. Verstehe. Er wollte... Marc, machst du zu Ende. Ist ja offensichtlich. Guck mal, am Handgelenk, das könnte ja auch eine Schnittwunde sein, da liegt ja auch noch eine Säge. Jemand hat das manipuliert. Er hat sich geschnitten beim Basteln. Ja, das heißt ja auch das Truheverbrechen. Ist das in Wirklichkeit ein Werkzeugkasten und ihr habt Truhe drüber geklebt? Also merkt keiner. Ist gut. Ich hätte das gar nicht angesprochen jetzt, weil merkt ja keiner. Also ist da was Wichtiges drin? Ah!
Nee, eigentlich nicht. Guck mal, die Leiche zuckt die ganze Zeit. Ja, klar. Ist der wirklich tot? Ja. Weil der lacht ja die ganze Zeit, ne? Ja, das ist ja ein Schauspieler. Ach so. Können wir uns keine echten Toten leisten, oder was? Wenn wir eins bei der ARD haben, ja dann wohl... Wir können jetzt einen Arzt rufen, weil man könnte den vielleicht wiederbeleben, ne? Yes. Aber jetzt haben wir schon die Dokumente gemacht, der Papierkram ist schon durch. Wir haben geschrieben, dass der tot ist. Wir warten jetzt einfach lange genug. Ja, einfach liegen lassen. Er hat einfach jedes Jahr eine Halloween-Maske gebastelt und damit seinen besten Kumpel erschreckt. Was? Und der wollte sich einfach ein bisschen rächen. Ah, hat die Säge manipuliert. Daraufhin hat er sich verletzt. Dann ist vielleicht also Blut in die Steckdose getropft, dann ist das Licht ausgegangen. Ist es alles runtergefallen in der ganzen Aufregung? Und dann ist er hier, ist er gestolpert? Er ist in diesen Stößel gefallen. Wenn der Stößel ins Rückenmark gekommen wäre, hätte er sich ja gegebenenfalls nicht mehr bewegen können und wäre dann an der Sägenwunde verblutet. Das ist clever, das ist clever. Glückwunsch, ihr habt auch Fall 2 gelöst. Na gut, er hat gesägt im Dunkeln und das ist natürlich sehr gefährlich. Wie mein Opa immer gesagt hat, das Einzige, was du im Dunkeln machen sollst, ist hobeln. Und der hat ja auch immer gesagt, also mein Opa hat immer gesagt, weißt du, was der Hammer ist? Hat er immer gesagt. Wisst ihr, was der Hammer ist? Ja, ein Werkzeug. Falsch! Ein Werkzeug. Du hast Werkzeug gesagt, oder? Vielen Dank, Dr. Marc Benecke. Wie gesagt, vor Corona. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie übrigens noch viel mehr, das Ihnen gefallen könnte. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und Sie erhalten eine Badeente gratis. Das mit der Ente war gelogen. Wir haben immer noch kein Publikum hier im Studio, aber wir freuen uns auf einen wirklich adäquaten Ersatz. Unser Ein-Personen-Publikum heute ist Sabrina aus Waschek. Sabrina Waschek aus Donaueschingen. Sabrina, diese Show ist heute nur für dich! Danke, dass du da bist, Sabrina. Wir geben uns besonders viel Mühe. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann grätsch einfach rein und sag nicht lustig, raus. Okay. Bisher zufrieden? Bisher, ja. Okay, bisher läuft. Sehr, sehr gut. Also, streng dich an, Konzi. Sabrina ist watching. Ja. Und du hast Glück, Sabrina, denn heute kommt nicht nur eine prominente Persönlichkeit, sondern es kommen ganz viele prominente Persönlichkeiten gleichzeitig, weil der Mann, der jetzt kommt, ist ein Parodisten-Genie und ich bewundere seine Virtuosität und ich kenne wirklich keinen, der das nicht genauso sieht. Switch Reloaded, Sketch History, Extra 3, alle dürfen sich glücklich schätzen, dass er Teil davon ist. Und manchmal ist seine Parodie vom Original gar nicht mehr zu unterscheiden. Also, schauen Sie, wir verstehen uns als Teamplayer. Und dieser Dissens zwischen Annalena Baerbock und mir, der da immer irgendwie herbeigeredet wird, also ich kann Ihnen sagen, den gibt es nicht. Annalena und ich, wir finden mich beide super. Und wir finden ihn besonders super. Herzlich willkommen an den großartigen Max Giermann! Man darf nicht näher kommen, es tut mir leid, Sabrina. Ich hätte dich sonst gedrückt, weil ich tue alles für mein Publikum. Ja, das stimmt. Und jetzt ist natürlich noch viel schwerer, weil es ist nur eine Person, die alles vereint. Ja, was sagst du? Ich habe gesagt, guck mal, wenn du hier sitzt, ich habe hier eine Markierung auf meinem Schreibtisch. Okay, also ich darf mich so setzen, wie ich möchte. Du darfst dich setzen. Ey, voll die geile Couch. Du kannst alles machen. Wir sind auch nach 23 Uhr, du darfst auch unbekleidet. Keine Hosenpflicht mehr. Okay. Ist abgeschafft. Ja, wer weiß, was passiert. Ich freue mich. Ja, aber noch Zeit. Ich nehme mal meinen Schluck. Ich würde ja, aber ich darf nicht. Ich würde es dir ja geben. Oder ist es dein Wasser? Nee, das ist mein Wasser. Okay. Ich habe hier. Also es ist kein mein Wasser, sondern vom Rhein, aus dem Sendegebiet. So. Max, wie schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Es kommen ja Leute mit dir in Berührung, die von dir parodiert wurden. Unsere Branche ist relativ klein, man trifft sich auch mal. Willst du meine Narben sehen? Finden das alle lustig? Naja, also ehrlich gesagt, ich stelle mir auch gar nicht mehr die Frage, ob ich denjenigen mag oder gut finde oder nicht, so, weil das eigentlich keine Rolle spielt für meine Arbeit. Ne? Ich bilde das ja nur ab. Aber dass du sagst, nee,
den mache ich nicht oder die mache ich nicht. Ich habe mal gehört, du warst mit Andrea Nahles nicht so zufrieden. Also jetzt wie viele andere auch, du meinst mit deiner Performance. Ja, ja, ja. Also damit war ich, da fand ich zum Beispiel, dass ich da so ein bisschen dran gescheitert bin und auch die Stimme und so. Also ich meine, klar, das ist dann immer die Frage, es ist immer noch im grünen Bereich, aber ich habe halt einen anderen Anspruch, roten. Weißt du. Und ich sehe natürlich auch immer die Unterschiede. Das ist ja auch das, was dann so nerdy ist. Ich gucke mir das halt stundenlang an und ich höre halt nicht das, was gleich. Du hörst halt vielleicht die Ähnlichkeit zu Habig und ich höre halt immer das, was nicht gleich ist. Du bist, deswegen du bist ist man immer unzufrieden und genervt und so. Du bist schon so ein Perfektionist. Ne? Ja, bist du anstrengend eigentlich am Set? Was heißt hier am Set? Ich bin immer anstrengend. Ja. Verstehe die schwachsinnige Frage überhaupt nicht. Ne? Genau, das wollte ich hören. Wir fragen mal jemanden, der das vielleicht weiß. Denn unser liebes Sendungsmaskottchen Konzi darf einmal in der Woche raus, weil es draußen Alkohol gibt. Und trifft Freunde oder Bekannte oder Familienmitglieder unserer Gäste. Und dieses Mal, Konzi, hast du wen getroffen? Jan van Weide, dein Freund. Und der hat auch viel über deine Arbeit erzählt und auch, dass du sehr perfektionistisch bist. Aber soll er selber erzählen. Es ist Dienstagnachmittag, 15 Uhr, Zeit, was zu trinken. Hallo, Jan van Weide. Schönen guten Tag. Wir wollen einen trinken und zwar wollen wir dabei an Max Giermann, deinen Kumpel, denken. Wir haben unseren Stößchenkoffer mit dabei. Es ist wieder so, du wählst ein Glas aus und dieses Getränk trinken wir dann. Wir hätten zur Wahl einmal ein Bierglas, ein Weinglas, ein Longdrinkglas und ein Schnapsglas. Was darf sein? Also, wenn ich mittrinken soll, dann nehmen wir das Bierglas, bitte. Ja, klar. Okay, aber trinkt er auch gerne Bier? Ich glaube, er ist großer Freund des Weines. Das klingt so, als ob er ein Problem hat mit Alkohol. Nein, wenn er die Wahl hat, glaube ich, ist es eher der Wein. Aber da ich jetzt die Wahl habe, ist es das Bier. Wie ist denn der so, wenn der betrunken ist? Wenn er betrunken ist, erzählt er gerne von früher. So von seinen Zeiten als Clown. Na dann, Jan, Prost. Stößchen. Was hast du da? Ein helles Bier. Wunderbar. Ist ein sehr helles Bier. Ist ein Pino Biergio. Wie ist denn der Max so beim Arbeiten? Er ist in all dem, was er tut, höchst professionell und immer also beschämend gut vorbereitet. Wir haben Rubbel die Katze als Theaterstück in Dresden gespielt und da hatte er Regie geführt. Und das war auch manchmal sehr beeindruckend, wenn wir nicht genau wussten so oder in unseren Rollen, wo die Reise hingeht so ein bisschen, dann hat er das hier und da auch manchmal vorgespielt, was eigentlich so eine Methode ist, die man als Schauspieler nicht so doll findet, wenn man, ich glaube, Regisseure finden das eigentlich auch nicht toll, wenn jemand was vorspielt, aber bei ihm hat das sehr, sehr geholfen, weil er ein unglaublich guter Schauspieler ist und er hat es teilweise dann so vorgespielt, auch nur in so ganz kleinen Minisequenzen. Und da habe ich schon gedacht, so holy shit, Alter, warum spielst du das nicht? Ich glaube, dass das ich auch gedacht. Ihm sehr gut täte, wenn er manche Dinge einfach mal ein bisschen lockerer sehen. Also auch die Ergebnisse seiner Arbeit, die ja mega sind. Jetzt ist er ja jemand, der gut parodieren kann. Das heißt, er ist ein guter Beobachter, er scannt Menschen. Du hast ihn aber bestimmt auch das ein oder andere Mal schon beobachtet. Hat er irgendeine Geste, die du imitieren kannst über deinen Telekörper hier? Also dieses schnelle in Rollen switchen, dass er dann plötzlich so einen Blick ändert und dann irgendwas spielt. Dann hat er so einen Charakter, den er irgendwie, wenn er was zitiert zum Beispiel, das macht er. Und oder wenn ihn was stresst, dann macht er auch den hier manchmal. Dann sehe ich, dass er da hier und da mal rumknabbert an seinen Hals. Okay, wir brauchen noch einen Trinkspruch auf Max. Maximale Gönnung. Oder ich trinke gerne und mit Gier, Mann. Wow. Jo, Stößchen. Dankeschön. Stößchen, bis bald. Leg ich auf oder was? Vielen Dank an Jan van Weide. Vielen Dank, Konzi. Sehr, sehr schön. Interessanter Einblick. Zeig mal deine Fingernägel. Sehr lieb. Ja, die sind wirklich total runtergekaut teilweise. Bist du echt Fingernägel kauen? Schon immer, ey. Schon immer. Meine Mutter hat alles versucht früher. Da gibt es so eine Paste, die macht man drauf und schmeckt das nicht. Ja, eben, aber man macht es trotzdem, schmeckt halt dann nur nicht. Aber ich bin was du nicht siehst, das ist dein Buch. Das sozusagen ein bisschen aus einer, ja, eigentlich aus einer Laune bei Instagram entstanden ist, kann man sagen. Ne? Also nicht nur Instagram, also ich habe tatsächlich mir so ein Tablet gekauft und angefangen damit zu zeichnen. Also mir war es dann immer wichtig, dass ich mich dann, also jeder inszeniert sich da ja selber und mir war es natürlich immer wichtig, da möglichst kreativ rüberzukommen und so, weißt du, auch total bescheuert. Aber es hat dazu geführt, dass ich halt innerhalb von 3-4 Jahren Tausende von Zeichnungen hatte und dann lag natürlich die Idee nahe, da mal ein Buch draus zu machen. Ich würde total gerne mal sehen, wie entsteht denn sowas? Hast du Lust, mal so ein Live-Experiment zu machen?
Also Betonung auf Experiment, weil es kann natürlich sein, dass mir gar nichts einfällt, aber klar, Lust habe ich immer zu zeichnen. Damit du nicht der Einzige bist, dem nichts einfällt, würde ich sagen, wir machen das alle drei. Ne? Okay. Weil ich weiß sicher, dass uns nichts einfällt. Wir haben unsere Praktikanten losgeschickt, im Umfeld des SWR ein paar Fotos zu machen. Ich habe jetzt hier mal drei Fotos da. Das ist hier sehr schön, das ist ein sogenannter Handtuchspender. Okay, ja? Wow, das ist schwierig. Und daraus würden wir jetzt einfach mal was anderes kreieren. Ja, hast du Stifte bei dir? Ich habe hier ein Glas. Ja, komm, nimm mal. Dankeschön, ist desinfiziert, keine Sorge. Die Bilder sind desinfiziert. Ja, ich habe drüber gepinkelt. Wow. Kann nichts passieren. Hier sind deine Stifte, Max. Ich sehe es übrigens auch gerade zum ersten Mal. Also ja, das freut mich. Man hat sogar mehrere Stifte, wenn du Wahnsinn möchtest. Und sagen wir mal so 30 Sekunden, jeder malt. Und dann vergleichen wir mal so. Ja, können wir eine Pausenmusik haben von 30 Sekunden? So ein bisschen. Achso, wir malen schon. Ja, okay. Also, es geht los. Oh, fuck. Das ist gar nicht so einfach, ne? Ja, das stimmt. Also normalerweise ist es ja so, dass ich durch die Gegend laufe und dann suche ich und finde irgendwelche Sachen, die ich dann fotografiere. Das ist wirklich eine ganz neue Challenge. Ja, das ist mies, ne? Weil wir das jetzt hier dir einfach vorsetzen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir geht's ähnlich. Boah, das meinst du, ist ganz schlecht. Oh, ist super schlecht. Sabrina, gefällt's dir noch? Ja. Also ich glaube, ich bin an dem Spiel gescheitert, jetzt schon. Ich sehe es jetzt auch schon eher als Internet-Add-on. Ach du Schande. Zeig mal. Das ist nicht gut geworden. Ja, also ist nicht gut geworden. Ich mache als erstes, weil es nicht echt nicht gut geworden ist. Ich habe hier so einen Typen, der die Zunge rausstreckt, gesehen, aber voll verkackt. Das sollte hier die Nase sein. Ja, und der streckt so Albert Einstein-mäßig die Zunge raus. Nicht schlecht. Da könnte man noch einen Hund. Darf ich noch weiter zeichnen? Ja. Bitte. Wirklich? Ja, mach bitte gerne. Was hast du gemacht? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Rakete ist oder ein Damenspielzeug. Ich finde was? Ich bin mir sicher, Flammen malen, aber ich kann nicht. Das liegt wieder an meiner Fantasie. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Es ist eine Rakete natürlich. Ist eine Rakete. Was ich da drauf auch gesehen habe, das hat überhaupt keinen Sinn. Du hast einfach das Originalbild ignoriert und eine Rakete gemalt. Ne? War das nicht die Aufgabe? Ja, ich hab versucht, aus deinem noch einen Hund zu machen, aber so sehr viel geholfen hat es irgendwie nicht. Voll gut! Ja, sehr gut! Ja, okay. Tatsächlich! Sehr ein Gemeinschaftswerk. Es ist so ein bisschen wie bei Basquiat hier Andy Warhol. Ja, stimmt. Guck mal, ich habe Folgendes gemacht. Achso, ihr seid noch bei dem Hund. Ja, also das hat er jetzt gerettet. Ich habe es auf den Kopf gestellt und habe eine Kochmütze. Boah, das ist mega gut! Das ist aber wirklich großartig! Super gut! Darf ich Sabine, ja, bitte, Sabrina schenken? Das ist dein Geschenk, Sabrina. Möchtest du das auch haben? Richtig, ne? Ja, richtig. Ich signiere dir das später auch noch. Das ist wirklich fantastisch. Und ich muss jetzt schon wieder sagen, es kotzt mich an, wie talentiert der ist. Und wir haben das nicht abgesprochen. Ne? Und du sagst immer, du seist nicht gut, wenn du nicht vorbereitet bist. Das stimmt ja gar nicht. Du bist ja spontan. Du kannst schon aus der Lameng raus. Ja, beim Pimmelwitzen bin ich schon ganz gut in der Regel. Oh, das war super. Ja, aber die Größe ist wirklich drastisch übertrieben. Oh Gott, ey. Ich würde gerne, jetzt wo du warm bist, würde ich gerne noch was mit dir machen. Nein, wir haben eigentlich noch genug da, aber wir haben die Zeit, läuft uns davon. Und wir wollen alles unterbringen. Ich würde gerne alle deine Talente sozusagen zum Vorschein bringen. Ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir machen, das deine schauspielerische Fähigkeit im Spontanen noch einmal reichlich herausfordert. Und zwar gucken wir uns jetzt gleich mal drei Filmszenen an, die ikonisch sind, die jeder kennt. Und ich würde mir mal wünschen, diese Filmszenen aus einer anderen Perspektive zu sehen, mit anderen Protagonisten. Und da wir heute mit dir viele verfügbar haben, müssen wir das mit dir machen. Okay, verstehe. Und weil wir das Spiel so genannt haben, dass wir es mit keinem anderen spielen können, sondern nur mit einem Max. Wir spielen Cinemax. Cinemax machen wir jetzt und dazu schauen wir uns jetzt eine ikonische Filmszene an, die du sicherlich kennst. Das Schweigen der Lämmer gesehen? Ja, natürlich, aber schon gut 10 Jahre her oder so. Gut, wir schauen uns mal die Originalszene an und dann würde ich gerne, bereite dich schon mal vor, mir vorstellen, was wäre denn, wenn, sagen wir mal, Klaus Kinski zum Beispiel diese Szene gespielt hätte. Aber schauen wir erst mal so. Wahrscheinlich. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Einer dieser
Meinungsforscher, nicht? Der wollte mich testen. Starling. Darling. Ich genoss seine Leber. Mit ein paar Fava-Bohnen und dazu einen beschissenen Chianti, nicht? Und ihr Schweinefraß. Kann kein Mensch fressen, diesen Schweinefraß. Verstehst du? So blöd kann keiner sein. Okay, 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 gut. Okay. Und so weiter. Bisschen Gänsehaut. Deine Augen werden wirklich weird. Ja, mir ist nicht mäßig. Ja, jetzt wäre es eigentlich erst losgegangen, die Szene. Jetzt hätte ich... Jetzt wärst du eigentlich jetzt wäre ich der Psychopath geworden, der da drin steckt. Wie würde es denn klingen, wenn Jorge so eine Szene spielt, der ja eigentlich ein ganz netter ist und den man ja gar nicht mit Psychopath in Verbindung bringt? Einen dieser Meinungsforscher wollen mich testen, und sagen, ich bin so rot, und so blau, und so groß, und dann habe ich mir, der hat mir was gesagt, man muss nachschauen. Und ich kenne sein Leben, super lecker Leben. Ja. Okay, wir machen eine neue Szene. Faberbohnen. Ich weiß nicht, was sind eigentlich Faberbohnen? Was ist Faberbohnen? Haben wir noch nie gegessen. Jetzt schon, ich muss jetzt schon sagen, Anthony Hopkins ist eine absolute Fehlbesetzung für diesen Film. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann ein Remake. Ja, davon. Unbedingt. Ich finde, Roche hat Kinski eindeutig geschlagen. Absolut, Roche ist der bessere Kinski. Großer. Okay, wir machen noch eine Szene, den Film hast du bestimmt gesehen. Pulp Fiction? Okay, ja, den habe ich auch gesehen, natürlich, ja klar. Pulp Fiction kennt man in natürlich. Jeder WG, hängt als Kompromissplakat ein Pulp Fiction-Plakat und wir schauen jetzt auch eine ikonische Szene aus Pulp Fiction, die wir gleich nachspielen werden. Und weißt du, wie die einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Die nennen die nicht einen Quarter Pounder mit Käse? Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Wie nennen die ihn? Die nennen ihn Royal mit Käse. Royal mit Käse? So ist es. Wie nennen die einen Big Mac? Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Macke. Le Big Macke. Wie denn der Whopper? Keine Ahnung, im Burger King war ich nicht. Also du bist Vincent. Ich bin Vincent. Und, ja, also du bist okay. John Travolta, weil du auch einfach der John Travolta-Typ bist. Was passt denn gut Warte mal. Zu Pulp Fiction, finde ich, ist ja tatsächlich, ich sehe da auch ein bisschen Raab. Ah. Ja. Okay, du fängst an. Fahren wir schon? Ja, wir machen. Elton, ach so, du bist. Ja. Ich bin der andere. Oh ja. Sensationell, oder? Ja. So. Und weißt du, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber weißt du, wie ein Quarter Pounder mit Käse, wie die in Paris nennen? Die nennen ihn nicht einen Quarter Pounder mit Käse? Ja. Nein, Mann. die haben das metrische System. Ja. Verstehen Sie? Ja, und zwar, also die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Ach so. Unfassbar, oder? Ja. Wie nennen die ihn dann? Die nennen ihn Royal mit Käse. Royal mit Käse? Ja, unfassbar, oder? Was war da denn los? Und wie nennen die einen Big Mac? Ein Big Mac ist ein, ja, man weiß es nicht, ein Big Mac eben, ja. Oder, aber die nennen ihn Le Big Mac. Le Verstehen Big Sie? Mac. Weil in Paris ja Franzosen leben. Ach so. Ja. Und wir nennen den Whopper? Keine Ahnung, ja. Man weiß es nicht. Es ist so gut. Es ist wirklich. Ich komme mir immer vor, als würde ich mich selber imitieren, wie ich früher Raab parodiert habe. Aber es ist wirklich fantastisch. Und tatsächlich, also du nimmst auch in den Augen diese Figur an. Das ist wirklich irre. In deinen Augen vielleicht. Ja, in meinen Augen auf jeden Fall. Vielleicht ist auch die Scheibe ein bisschen. Aber du bist ja auch voll in der Szene gewesen. Ja, total. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit lachen musste. Wie schlecht und unprofessionell war das von mir? Ja, aber ich habe die ganze Zeit abgelesen. Ist auch nicht viel besser. Ja, ich habe einen Teleprompter. Komm, wir machen es noch einmal besser. Also jetzt nicht die Szene. Du habt ja bestimmt noch eine, oder? Wir haben noch eine Szene da. Die ist aber jetzt gar nicht so textlastig. Okay. Das ist die berühmte Szene aus Harry und Sally. Weißt du, welche ich meine? Ich fürchte, ja. Ja. Ich habe eine Idee. Und da das eine Szene ist, die ich einmal gerne im Leben live erleben würde. Ich kann mir gar nicht vorstellen, von dass mir so vor ist. Allem. Spielen wir die nach, aber vorher schauen wir uns das Original an.
Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? Nein. Hör's ja auf. Ich finde, das ist eine Szene, die passt. Ich gehe noch mal eben den Text durch. Ja. Die passt zu Markus Lanz, finde ich. Möchtest du Sally sein als Markus Lanz? Ich sage nur nein. Aber das Spiel. Okay, ja. Ich gebe dir ich den keine Cue. Ahnung. Ich war, ja. Mein Part ist auch schwierig, Max. Ne? Das lässt das nicht. Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? Okay, darüber werden wir noch zu reden haben. Aber ich denke, nein. Moment. Ich bin schon gekommen. Ich liebe diesen Mann, wer nicht? Max Biermann, schöne Max, wenn ich ihn fertig bin. Dankeschön. Max Biermann, unser Gast, ladies and gentlemen. Da war's und wir beenden jetzt diese Sendung mit fantastischer Musik und er hat auch schon seinen Platz auf Corona-sicherem Abstand eingenommen und das wird ein sehr, sehr schönes Finale, weil auch heute hören wir wieder eine Spezialversion seines Hits mit unserer Showband Smef zusammen. Er ist bei The Voice UK gewesen und hat trotzdem eine riesengroße musikalische Karriere gemacht und pendelt gerade zwischen Blackpool und zwischen Hamburg und daraus entsteht Kreatives und das Kreative ist zum Beispiel ein Riesenhit wie Rather Be You. Jetzt, wie gesagt, eine Spezialversion mit der besten Showband der ganzen Welt. Hier ist er live, hier ist Tom Gregory! Tom Gregory! Pleasure meeting you, thank you very much! Rather Be You, meine Damen und Herren, Heaven in a World So Cold ist das aktuelle Album von Tom Gregory. Vielen herzlichen Dank, thank you very much. Vielen Dank an Max Giermann. Sein neues Buch unbedingt kaufen, lesen und verschenken. Bald ist Weihnachten. Jetzt gleich im Anschluss kommt Valulis. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf Wiederfernsehen. Danke.